liebe Zuschauer, da sind wir wieder pünktlich um 16.55 Uhr. Wollen wir den heutigen US Open Tag in Flushing Meadow einläuten. Und Sie sehen, ich stehe nicht alleine. Ich habe wieder meine Begleitung hier. Es ist Jürgen Fassbender, hat mich schon die letzten zwei Tage begleitet. Der Jürgen Fassbender, den man in die Reihe stellte, Wilhelm Bunger, Gottfried von Kramm, Jürgen Fassbender und Hans-Jürgen Pohmann, nicht, oder? Nicht so viel, Gabi. Ja, schönen guten Tag, Gabi. Schönen guten Tag, liebe Tennisfreunde. Zuerst habe ich dir noch was mitgebracht, gestern den Ball. Das finde ich sehr nett und kann dazu nur sagen, nachdem ich nun den Ball und heute den Schläger habe, wir müssen noch ein paar Tage zusammen moderieren, wir tun es auch gerne und ich frage mich wirklich, am Ende der Woche werde ich vermutlich eine komplette Tennisausrüstung zusammen haben, ja, und dann hilft nichts mehr, keine Ausreden mehr, dann muss halt auch wieder gespielt werden. Aber wir wollen zum Spielgeschehen heute kommen, was Sie sicherlich viel mehr interessiert, nämlich eine interessante Begegnung steht auf dem Programm. Es ist André Agassi gegen einen Qualifier, gegen einen neuen Philip Johnson. Was ist über André Agassi zu sagen? Wir haben schon in den vergangenen Tagen mehrfach darüber gesprochen. Es ist ein junger, es ist ein interessanter Spieler. Ja, man kann sagen, André Agassi ist die Entdeckung bei den Herren 1988. Hm. Ein Amerikaner, die Familie eingewandert aus dem Iran. Ja, genau. Und er lebt in Las Vegas, in der Spielerstadt. Und er gibt sich so auch als Sonny Boy und ist ganz locker im Moment noch. Wir können nur hoffen, dass das bei ihm so anhält. Das kommt in der ganzen Welt gut an. Also die Amerikaner, die lieben ihn, weil er erstens gut aussieht. Man mag aber auch seine Art und er ist eigentlich auch sehr unkonventionell in seiner Spielweise. Er hat sich sehr verändert, ne? Ja, er spielt also sehr stark über seine Beine. Mhm. Er hat einen sehr starken Vorhand. Er hat einen normal guten Rückhand, einen normalen Aufschlag, aber er hat kein Volley, bis jetzt noch nicht. Mhm. Sollte er den Volley noch dazulernen, dann fürchte ich um die anderen Spitzenspieler doch sehr. Er hat aber einen relativ guten Trainer, er ist in der Nick Bollettieri-Schule. Wir wollen uns zu einem anderen Zeitpunkt darüber nochmal ausführlich unterhalten, was das bedeutet, was es heißt, Nick Bollettieri als Trainer zu haben. Wir wollen doch aber jetzt erstmal versuchen, nach New York zu schalten, um zu sehen, wie es dort aussieht, ob die Spieler pünktlich beginnen können. Und deswegen rufen wir heute zum ersten Mal unsere Kollegen Günter Bosch und Klaus Geismar in New York. Liebe Zuschauer, wir melden uns vom Center Court in Flushing Meadow, wo die beiden Spieler, die wir in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Stunden sehen werden, noch nicht auf den Platz gekommen sind. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich kann Ihnen erzählen, dass wir uns auf dieses Match der ersten Runde im Herreneinzel besonders freuen, weil wir Ihnen zum ersten Mal André Agassi zeigen können. Sein Gegner ist der Qualifikant Philip Johnson, aber der Mann, den wir beobachten wollen, das ist der 18-jährige junge Amerikaner, der so steil in der Weltrangliste nach oben geklettert ist, auf den Platz Nummer 4, Boris Becker dabei schon überholt hat und der so ein bisschen das amerikanische Tennis auf den Kopf gestellt hat. Er ist die neue Figur, die von der ganzen Nation beobachtet wird, die wahrscheinlich den Generationswechsel vollziehen wird, den Generationswechsel, der im amerikanischen Tennis fällig ist. Denn Jimmy Connors, der immer noch dabei ist, der immer noch einen hervorragenden Platz auf der Weltrangliste als Nummer 6 hält, er ist ja nun doch ein bisschen zu alt geworden. Und die Probleme von John McEnroe kennen Sie auch. Und nun ist dieser 18-Jährige da, der die große Hoffnung der Amerikaner ist. Aber noch ist es nicht so weit. Und im Augenblick hören wir hier im Stadion die amerikanische Nationalhymne.
Hamburg, Ludwig. Da die Spiele pünktlich um 17 Uhr beginnen sollten, dann beginnen sie auch um 17 Uhr, es sei denn, es regnet. Das heißt, die Spieler sind um 17 Uhr auf dem Platz? Die sind auf dem Platz, da die als extra jemand für abgestellt, der darauf zu achten hat, dass die Spieler pünktlich und auch richtig gekleidet auf dem Platz erscheinen. Das ist gute Tradition. Liebe Zuschauer, wir wollen Ihnen noch mal kurz unser Programm für heute vorstellen und sagen, wie es in Flushing Meadow weitergeht. Wir wollen jetzt mit dem Spiel beginnen, und zwar live André Agassi gegen Philip Johnson. Aber, und das ist sicherlich für die meisten von Ihnen sehr wichtig zum Vormerken, zum Einplan für heute Abend, ab 19 Uhr spielt Steffi Graf ihr erstes Spiel bei den US Open in Flushing Meadow, und sie hat als Gegnerin die Australierin Elizabeth Minter, und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Ja, Steffi hat in der Jugend mal gegen Elizabeth verloren, aber heute sollte das kein Problem mehr sein. Sie ist also zu sehr überlegen, aber wir wollen mal sehen, wie sie sich auf diesem Platz schon eingespielt hat. Ja, es sei denn, sie nimmt diesen Schläger hier, aber das glaube ich kaum. Danach ab 23.05 Uhr zeigen wir Ihnen eine Aufzeichnung des Spieles Jimmy Connors gegen Augustin Moreno. Da ist relativ wenig im Moment noch drüber zu sagen. Ja, auch da Jimmy Connors eindeutiger Favorit. Mhm. Und vielleicht sehen wir Jimmy Connors in seinem letzten US Open, vielleicht auch in seinem letzten Grand Slam Turnier. Bei ihm steht nämlich eine Operation bevor, und man weiß nicht, ob er dann nochmal zurückkommt. Mm. Und dann sind wir wieder ab 1.30 Uhr live in New York, und dann spielt der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Ivan Lendl sein erstes Spiel, und zwar gegen Amos Mansdorf. Was ist das für ein Gegner? Ein Israeli, ein sehr guter Spieler, ein gefährlicher Spieler. Mm. Wenn der gut spielt und der Ivan nicht so gut aufgelegt ist, dann könnte er Probleme haben, ja. Ja. Also Sie sehen, wir haben wirklich jede Menge vor uns, sofern uns nicht wieder das Wetter oder irgendwelche technischen Probleme einen Strich durch die Rechnung machen, wird das sicherlich eine lange Tennisnacht wieder. An dieser Stelle muss ich Ihnen vielleicht noch einmal erklären für all die Zuschauer, die schon gestern dabei waren. Das Ganze geht über Satellit aus New York, und das ist natürlich dann mit gewissen Risiken behaftet. Das heißt, es kann schon mal ausfallen, das Bild, was wir natürlich nicht hoffen. Es kann auch schon einmal die Tonleitung gestört sein, und das haben wir gestern leidvoll erfahren. Für viele Zuschauer war daher heute bei den Aufzeichnungen der Kommentar von Klaus Geismer etwas wenig verständlich, etwas leise. Das lag daran, dass, wenn die Tonleitung ausfällt, wir das Ganze natürlich versuchen, sofort über Telefon zu machen. Und so war es in der vergangenen Nacht. Wir hatten keine Tonleitung, wir mussten über Telefon gehen. Das heißt, Klaus Geismar hat aus New York per Telefon kommentiert. Und das können wir von der Lautstärke her hier sehr, sehr schlecht beeinflussen. Deshalb kann es schon passieren, dass es mal ein bisschen leiser wird. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Wir schauen mal auf den Center Court. Wir haben das Bild hier vorliegen, und so wie ich das sehe, sind die Spieler jetzt auf dem Platz. Das heißt also für uns, wir geben wieder ab zu Klaus Geismar nach New York. Die beiden Spieler sind inzwischen auf dem Platz. Schiedsrichter Steve Ulrich lässt wählen, und das Match wird nun gleich beginnen. Natürlich erst nach der Aufwärmphase. Links im Bild, wir werden ihn sicherlich gleich mit einer anderen Kamera viel näher sehen, haben Sie André Agassi, und rechts seinen Gegner Philip Johnson. Der es durch die Qualifikationsrunde bis ins Hauptfeld gebracht hat. Philip Johnson, der Qualifikant aus Florida, wird dem Publikum nun als ein Newcomer vorgestellt. Und das bedeutet, er ist praktisch, was sein Tennis betrifft, noch ein unbeschriebenes Blatt. Und da haben wir André Agassi, die neue große Hoffnung der Amerikaner.
Und bevor wir später dann Gelegenheit haben werden, noch ein bisschen mehr über seine Tennistechnik zu diskutieren und uns anzuschauen, wie er es fertiggebracht hat, sportlich schon so weit vorn in der Weltrangliste zu stehen. Da lassen Sie mich bitte noch etwas anderes über diesen jungen Mann erzählen. Er ist im amerikanischen Spielerparadies Las Vegas zur Welt gekommen. Dort leben auch seine Eltern noch. Fast kommt mir das so ein bisschen symbolisch vor. Denn er ist eine Spielernatur mit einem Temperament. Und ich darf Sie ausdrücklich bitten, mal auf dieses Spieltemperament in dem kommenden Match zu achten, das ganz anders ist als das, das wir von Jimmy Connors und McEnroe kennen. Andre Agassi ist ein kleiner Strahlemann. Er lacht furchtbar gerne. Er kann lachen, wenn ihm selbst ein guter Ball gelingt, aber er kann ebenso lachen, wenn der Gegner hervorragend spielt. Er hat ein fröhliches, ein lustiges Temperament, ganz anders als der immer so verbissen kämpfende Löwe Jimmy Connors, der zwar hin und wieder auch seine Witzchen macht, und vor allen Dingen ganz anders als der ewig meckernde John McEnroe, der in seinen Glanzjahren sich in Wimbledon den etwas zweifelhaften Namen The Superbred, der Superbengel, verdiente. Dieser Andre Agassi ist kein Superbengel, sondern ein unbeschwertes, junges Temperament mit einer Vorhand, die von allen Gegnern sehr gefürchtet wird. Lustig zu beobachten ist auch, dass er zwar einen völlig austrainierten Körper hat, anders könnte man gar nicht in die Weltspitze im Tennis vordringen, dass sein Gesicht aber noch, ja, fast möchte ich sagen, manchmal etwas weiche Züge haben kann. Und das liegt meiner Meinung nach einfach daran, dass dieser 18-Jährige zwar ein Tennisjüngling, aber noch kein ganzer Mann ist. Er wird sicherlich noch ein bisschen mehr wachsen. Viel größer wird er kaum werden. Er ist 1,78 groß und wiegt 68 Kilo. Aber seine freundlichen, die Amerikaner würden sagen, Teenager-Züge, die werden sicherlich auch noch ein bisschen männlicher, ein bisschen härter werden.